Und in Lahnen nimmer Logo. Ja. Also für alle, mein Wasser. Oh, muss ich denn da drücken, um von da rauskommt? Das Wasser. Das ist das Geilste, was es gibt, weil. Ich nehme hier Wasser. Dann kommt das Wasser hier oben rein. Geht durch den Keramikfilter. Das weiße. Und dann durch da. Das ist hier Silberaktivkohle. Das. Und dann nehmen wir da drinnen noch, glaube ich, Silizium. Und dann haben wir da so Kügelchen und nochmal Kügelchen und nochmal Kügelchen und nochmal. Und das eine ist Quarz. Ich kann nachlesen, ist einfach alles ungeiles Zeug. Und wenn das Wasser da unten rauskommt, dann schmeckt es anders. Also schau. Zuerst haben wir da Kohle. Und zwar eine Schicht. Eben die Silberaktivkohle ist da drinnen und Kokosnussschale. Und in der nächsten Dings da ist Turmalinkristall drinnen, wo ich auch Kleider habe, die da eingewoben hat. Und Pi-Keramikschicht. Da weiss ich nicht, was das ist. Aber die haben da etwas geforscht und das nützt dem Wasser. Und der Weiße, das ist Zeolit, den ich da unten innen auch habe. Das sind Zeolitlis. Und da, der Schwarz, das ist ein Schungit. Wow! Ein Edelschungit. Und ja, also eben. Das Weiße ist Quarz. Nein, das Weiße ist der Zeolit. Weil nachher kommt nur noch der Quarzsand. Das sind eben 5 Schichten, oder? Und jetzt bricht mir gerade das Wasser, das ist so, da komme ich gerade nicht mehr draus. Da ist die Aktivkohle da. Silberaktivkohle. Da hat die Pi-Kügel drin und der Turmalin. Was kommt nach dem Turmalin? Eben das Weiß ist der Zeolit. Krass, dass die da weiß haben. Auf jeden Fall ist das Weiß. Und dann kommt der Quarzsand. Und dann. Ganz Weiße. Die Böllchen, die man sieht, das ist Quarz und Magnet. Und dann kommt drunter noch eine EM-Schicht. Die da. Und das sind also ist Calcium und die EM-Keramik. Und das Calcium tut einfach das Wasser wieder in den normalen Zustand von Calcium und Magnesium bringen. Und die EM-Keramik, da könnt ihr ja googlen, ist etwas, wo ich auch noch nicht so genau Bescheid weiss. Zeolit kenne ich, den Schungit, den ich drin habe, kenne ich. Was die Kohle macht, ist mir klar. Beim Quarz und beim Magnet ist mir auch klar. Und da hat es sogar noch eine Verwirbelung drin, damit eben rechtsdrehendes Wasser dabei rauskommt. Oder? Weil wenn ich da das Ding nur hin tue, ist es nicht wirklich rechtsdrehend gegeben. Oder? Weiß es zwar nicht. Auf jeden Fall, das da tut auch magnetisieren, oder? Da gibt es jetzt ein Magnetfeld, das so geht. Und dann, was da immer da drinnen ist, da wird nicht vermissen, dass es da draußen kein Magnetfeld gibt. Oder? Das Erdmagnetfeld ist ziemlich im Arsch. Und jetzt habe ich hier ein paar in meinem Wönigli. Ich lerne nie mehr lagen. Der Maunawei. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie ein auspackt und wie ich, aber eben, es ist ja eine Technologie, wo man zuerst muss da, da muss man wässern, da muss man wässern, 10 Minuten. Und die Schungitli habe ich sogar müssen kochen. Zeolit. Und der Schungit da, der ist einfach drin. Den wollte ich zuerst reinhängen.
Der Fungit kenne ich schon länger, der tut das Immunsystem pushen und der Zeolit, der tut entgiften, ohne dass es über die Leber geht. Der tut einfach Basis machen und halten. La la la!